Jetzt kochen wir ein Spargelrisotto mit Biohändel. Und dazu brauchen wir 2 Händelbrüste. Dann habe ich hier Salz, Rosmarin, Thymian, Knoblauch, etwas Butter. Hier habe ich ein Bratöl. Dann habe ich hier italienischen Hartkäse, einen Grana Padano, Weißwein, Risotto, Schalotten, grünen Spargel, dann Rucola, Radiesal, Geflügelfond, Weißweinessig, Olivenöl, Senf, Ei und Schnittlauch. Ich würde mal sagen, wir starten mit dem Risotto, denn das Risotto braucht in etwa 25 bis 30 Minuten. Hier habe ich eine beschichtete Pfanne, dann habe ich hier Schalotten. 2 Stück sind jetzt für das Risotto eingeplant, die anderen beiden brauche ich nachher für meine Frühlingsvinaigrette. So, die schneide ich hier einfach in feine Würfelchen. So, meine Würfelchen, die sind fertig, dann muss ich ja mal so die Temperatur kontrollieren. Okay, das passt noch, ist überhaupt kein Problem, nicht zu heiß. So, dann gebe ich das Öl ran, dann gebe ich meine Schalotten dazu. Und die möchte ich jetzt ohne Farbe andünsten. Ja, also ich brauche jetzt da auch keine extreme Hitze am Anfang. Und dann kann auch schon gleich mein Risotto dazugeben und niemals von der Menge des Risottos täuschen lassen, ja? Denn der nimmt natürlich wahnsinnig viel Flüssigkeit auf und der wird also viel mehr. Ja? Also das reicht ganz, ganz locker für 2 Personen. Ich habe jetzt hier ein Geflügelfond. Wenn man das Risotto vegetarisch halten möchte, dann kann man das natürlich auch mit einem Gemüsefond machen. Jetzt kommt hier mein Risotto dazu. Das ist übrigens ein super fino Risotto. So, den gebe ich dazu. Am Anfang rühre ich da natürlich noch ein bisschen. Ich muss darauf achten, dass mir die Schalotten jetzt nicht verbrennen. Und hier mein Geflügelfond, den habe ich erhitzt, damit sich das Risotto nicht immer wieder abkühlt. Und jetzt lösche ich mit dem Weißwein ab. Ich habe einen trockenen Weißwein mit einer schönen Säure genommen. Ja, die Säure, die tut dem etwas schweren Gericht, weil am Schluss kommt da noch ein bisschen Butter dran und der Grana Padano. Ja, das heißt, das Gericht hat auch richtig Power und da hilft mir natürlich der Wein mit einer schönen Säure. Und ich gehe jetzt her. So, und lösche das jetzt nicht alles auf einmal, sondern so auf 2-3 Mal. Also lösche ich das ab und schaue, dass der Wein fast komplett einreduziert ist. Ich kann immer darauf achten, dass da genug Flüssigkeit mit dran ist, damit mir der Risotto nicht ansetzen kann. Und dann gebe ich jetzt hier jetzt noch den heißen Fond mit dazu. Und jetzt brauche ich in etwa 25 bis 30 Minuten. Ja, das heißt, ich gehe jetzt auch runter mit der Temperatur. Das soll jetzt nur noch ganz, ganz leicht köcheln. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Part, das Salz. Ja, ich darf nicht vergessen, ich habe jetzt hier schon ein Gemüse oder Geflügel vor und der ist auch schon leicht gesalzen. Das heißt, das reduziert natürlich ein und dadurch verstärkt sich auch der Salzgehalt. Deswegen bin ich jetzt wirklich erstmal sehr, sehr vorsichtig mit dem Salz. Dann kommt der Grana Padano am Schluss noch dazu. Dadurch wird es ja auch nochmal indirekt gesalzen. Das heißt, da wirklich eher vorsichtig sein mit dem Salz. Trotzdem etwas Salz von Anfang an dazugeben. Ein bisschen was von dem Knoblauch. Da schneide ich mir jetzt so ein Eck ab und gebe das schon mal mit da rein. Das hole ich mir aber dann nachher wieder raus. Und mache jetzt mal mit dem Spargel weiter. Grünspargel muss man an sich nicht schälen, einfach nur so das hintere Stück ein bisschen abschälen. Aber trotzdem vorsichtshalber immer mal probieren, denn die Schale ist manchmal so ein bisschen dicker und dann ist es eben vom Mundgefühl her eher unangenehm. So, jetzt gehen wir her, schieben uns den so ein bisschen daher, denn es ist, finde ich, immer schade, wenn man die Spargelspitzen da komplett klein schneidet. So, jetzt schneide ich mir einfach so die Spargelspitzen da ab. So, gebe die mal auf die Seite und schneide jetzt
den Spargel einfach nur klein, denn der Spargel ist meine Einlage fürs Risotto. So, das gebe ich jetzt wieder zurück auf meinen Teller. Die Spargelspitzen, die halten wir aber separat, denn die geben wir so ein bisschen früher dran. So, und dann kommen jetzt hier meine kleinen Spargelscheibchen daran. Das waren jetzt so in etwa so 3-4 mm. Dann kümmern wir uns jetzt mal um unsere Vinaigrette. Da habe ich jetzt hier nochmal eine Schüssel, gebe jetzt hier meinen Fond mit rein, den Essig. Da kommt es jetzt natürlich auf euren Senf drauf an, wie scharf der ist. Ja, da müsst ihr ein bisschen spielen. Dann jetzt von Anfang an gleich ein bisschen Salz mit dazugeben, ja, damit sich das Salz schon so ein bisschen auflöst. Und wenn ihr wollt, wenn ihr gerne eine süße Vinaigrette habt, ja, dann könnt ihr da auch noch ein bisschen Honig oder Zucker noch mit dazugeben. Es kommt aber natürlich darauf an, wie sauer oder wie süß ist schon euer Weißweinessig, denn da gibt es ganz große Unterschiede. Und jetzt rühre ich mir mein hochwertiges Olivenöl damit rein. Das ist ein Bio-Olivenöl. Und da könnt ihr eigentlich so gut wie nichts falsch machen, wenn ihr eine gute Qualität einkauft bei Essig und Öl, und dann habt ihr schon eine ganz, ganz tolle Vinaigrette. Für die Einlage brauche ich Radieschen, dann nochmal Schalotten. Solltet ihr jetzt die rohen Schalotten nicht in eurer Vinaigrette wollen, könntet ihr diese zum Beispiel andünsten oder ihr könnt sie einfach mit heißem kochendem Wasser übergießen. Ja? Ich mag aber eben so die leichte Schärfe, die Frische der Schalotte, und die gebe ich mir jetzt einfach in meine Vinaigrette rein. So, Nummer eins. Dann meine Radiesel. So, die Radiesel, die sind geschnitten. Auch die kommen jetzt in meine Frühlingsvinaigrette rein. Dann schauen wir hier nochmal, wie es mit dem Risotto aussieht. Und ihr habt ja gesehen, ich habe bis jetzt nicht einmal im Risotto gerührt. Das heißt, bis jetzt immer nur hier schön am Schwenken gewesen. So, und jetzt geht's weiter mit unserem Geflügelchen. Hier die Pfanne. Einmal auf Power, geben ein Bratöl rein, salzen die Brust. So, drehen die um. Braten die ordentlich an. So, jetzt habe ich die Brust von allen Seiten ordentlich angebraten. So, jetzt nehme ich das verbrauchte Fett, das nehme ich jetzt raus. So, tupfe das so ein bisschen hier ab. Wische jetzt aber nicht den ganzen Bratensatz raus und gehe jetzt her und gebe hier ein bisschen Butter dazu. Rosmarin und Thymian. Nochmal ein bisschen Knoblauch. So, schwenkt das nochmal so schön durch. Und jetzt kommt die in den Ofen. Die kommt in den Ofen bei 80 Grad und Kerntemperatur 68 Grad. So. So, ich gebe die Brust auf ein Gitter, ja, damit es nicht direkt auf dem Blech liegt. Knoblauch und Kräuter oben drauf. So. Dann ein Kerntemperaturfühler.
So, den piekse ich hier in das dicke Stück mit rein. So, ich habe den jetzt auf 90 Grad vorgeheizt. Jetzt, der war jetzt ja auch eine Weile offen. Jetzt gehe ich runter auf 80 Grad und gare das jetzt. Ich habe jetzt eine Kerntemperatur von 45 Grad. Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen. In der Zeit machen wir den Risotto und unsere Frühlingsvinaigrette weiter. Hier, ein gekochtes Ei habe ich 12 Minuten gekocht. Und das schneide ich jetzt nicht kompliziert in Würfel, aber wahrscheinlich hat jeder zu Hause so einen Eierschneider. Also ich kenne das noch von meiner Mutter. Und jetzt gehen wir da einfach her und legen das Ei rein. So. Dann drehen wir es um, schneiden es jetzt sozusagen in Streifen. So, und jetzt lasse ich das in meine Hand reinfallen. Ja. Und drehe ich mir jetzt noch einmal um und habe jetzt die Streifen hier da so drin liegen und drück mir die jetzt in meine Frühlingsvinaigrette rein. So. So. Und jetzt schauen wir uns mal an. Jetzt habe ich nämlich hier lauter gleichmäßige Eierwürfel da drin. So einfach ist das. So, jetzt fehlt uns für unsere Vinaigrette an sich nur noch der Schnittlauch. Beim Schnittlauch ist es so, also schaut da drauf, dass ihr ein scharfes Messer habt. So, und dann so fein, wie man das eben zu Hause machen möchte. So, Spitzen, die kann man, wenn man möchte, sich immer noch ein bisschen so aufbewahren. Die kann man nämlich dann noch schön als Deko oben reinstecken. So, und der Schnittlauch kommt jetzt auch in meine Vinaigrette rein. Schnittlauch übrigens eher am Schluss dran machen, denn die Säure des Essigs würde den ganz schnell grau werden lassen. Also das noch als kleiner Tipp am Rande. So, alles da rein. Dann kümmern wir uns jetzt noch mal um unseren Risotto. Dann kommt jetzt da der Grana Padano dran. Ja? Denn ich würze den Risotto schon sehr, sehr gerne mit ordentlich Grana Padano. Da schneide ich mir jetzt aber da oben die Rinde noch mal so ein Stück ab. So. Und dann kann ich mir den jetzt da reinreiben. Und nicht wundern, ich mache da relativ viel dran, denn es wird so lecker. Ja, dann machen wir doch jetzt schon mal die Spitzen daran. Ja, also die Spargelspitzen, die gare ich jetzt sozusagen in meinem Risotto weiter. So, das schwenken wir jetzt. Ja. Machen wir jetzt noch ein bisschen von dem Fond mit dazu. So. Und weiter Grana Padano rein. Der darf so richtig schön cremig werden. Ja, muss jetzt aber nicht da komplett zusammengefallen sein. So. Und jetzt kommen die kleinen Spargelringchen da jetzt noch mit rein. So. Ja, dann mal da noch ein bisschen Butter. Hier richtig schön cremig. So, schaut's mal her, das sieht jetzt so richtig schön, schön cremig aus. Ja. Na, der darf auf gar keinen Fall batzig sein, sondern der darf richtig schön cremig und flüssig sein. So, dann hole ich jetzt mal meine Hähnchenbrust. Schön nach Kräuter, Knoblauch, so leicht gebräunte Butter. So, dann richten wir jetzt den Risotto auch schon an. Schön Spargel mitnehmen. Also ich liebe Risotto. Es ist an sich so ein einfaches, schönes Gericht. So, und jetzt schaut es mal her. Ja, vorhin hatte ich mal gesagt, nehmt nicht zu viel Risotto. Jetzt wisst ihr auch, was ich meine. Ja, ich habe noch über die Hälfte drin und der Teller ist an sich jetzt schon voll. Dann schneiden wir die Hähnchenbrust auf.
So, dann gehen wir jetzt her. Jetzt hier unser Molten Sea Salt, unser Finish Salz. Da zischt's. Gebe jetzt hier noch ein bisschen auf die Schnittfläche Salz drauf. Das gleiche mache ich jetzt mit dem Pfeffer, unserer Pfeffermischung. Dann einmal hier die Vinaigrette durchrühren und dann hier schon so ein bisschen anmachen. Für die Optik hier noch ein bisschen Frühling oben drauf geben. Und dann haben wir uns jetzt ja hier den Schnittlauch noch übrig gelassen. Also stecken wir den doch auch da rein. Jetzt, wo wir ihn übrig haben. So, ich würde mal sagen, ganz, ganz super einfaches, simples Rezept, wenn man weiß, wie es geht. Zeitlich sind wir auch ganz gut zusammengekommen, habt aber keine Angst. Den Risotto kann man auch mal ein bisschen wegziehen und dann nochmal draufsetzen. Schaut aber, dass er nicht komplett verkocht ist, sondern dass er schön al dente ist. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen.